Ich bin die Ines, bin 22 Jahre alt, ich studiere hier an der Hochschule Medientechnik Richtung Fernsehen. Ich bin zum Jonglieren gekommen, da war ich 8 Jahre alt und ich fand es so faszinierend, wie die da jongliert haben und seitdem bin ich da in diesem Jonglierverein. Unsere Shows planen wir weit im Voraus. Wir suchen uns erst Musik aus, dann überlegen wir uns die Abläufe der einzelnen Nummern. Alles in allem dauert es dann vielleicht 2 Monate, bis man das dann alles wirklich durchproben kann mit Musik. Man fängt beim Jonglieren an mit Tüchern, danach folgen dann Bälle, Ringe, dann eventuell Messer bzw. Schwerter und dann kommen die Fackeln. Die Aufregung vor der Show ist weg, sobald man dann auf der Bühne ist und man ist dann auch so konzentriert, dass man auch alles um sich herum eigentlich ausblendet. Also ich gucke da gar nicht mehr so ins Publikum. Wenn ich das kann, bin ich echt glücklich und dieses Erfolgserlebnis ist, glaube ich, einfach unbezahlbar. Und nach der Verbeugung ist man dann eigentlich einfach nur noch froh, dass man es geschafft hat und eine gute Show abliefern konnte.